Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind im ersten Dungeon, dem Waldschrein. Okay, die Krüge kann man irgendwie nur hochheben. Kann man nicht mit dem Schwert zerstören. Gut. Hier können wir nicht durch und auch mit dem Schwert können wir hier nichts machen. Deswegen müssen wir hier weitergehen und das machen wir direkt mal. Jo, ich bin sehr gespannt, wie der Dungeon hier jetzt wird, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich muss mal gerade meinen Sound ein bisschen riser machen. So. Okay. So, wir sind ja immer noch als Minish unterwegs, ne? Oder? Sind wir? Ja, oder? Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass die Schnecken hier... Also, dass es auch so kleine Schnecken gibt, so rein von der Logik her. Nanu? Eine verschlossene Tür? Ja, da brauche ich mal einen Schlüssel. Hab ich nicht. Das ist schlecht. Nummer 1, Nummer 2, okay, das sind Schalter, muss man wissen, ne? Und in der Mitte erscheint eine Truhe. Wen wundert's? Und einen kleinen Schlüssel erhalten. Sehr schön. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Diese Blätter sehen auch so verdächtig aus, aber sie scheinen tatsächlich nur absolut unnötig zu sein. Und liegen einfach nur so im Weg rum. Zum Spaß. So, da können wir nicht drauf, vermute ich mal. Ah, ich glaube, ich kenne das Prinzip des Dungeons noch, ja. Das kenne ich noch. Wobei ich gerade keine Ahnung habe, wie ich da überhaupt rankomme. Ach so. Man kann diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz, um zu ziehen. Okay, machen wir. Ich nehme meinen Control-Stick. Diese bisschen besser. So. Und diese Pilze werden uns jetzt, glaube ich, durch den ganzen Dungeon begleiten. Vielleicht auch sogar weiter. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sieht man hier auch die Spur, wo man ziehen kann. Und wenn man weit genug zieht, dann landet man auf der anderen Seite. Soweit hätte ich wahrscheinlich gar nicht ziehen müssen, aber nur immer sicher und so. Ist mir erstmal lieber, weil ich nicht mehr so mit der Mechanik vertraut bin, wie weit das so geht und so. Habe ich leider nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch, oder wusste noch, was man mit den Pilzen machen muss. Und das ist mal ein gutes Zeichen. So, und ich glaube, das ist es auch genau. Das, was ich schon mal vor ein paar Parts angesprochen hatte, wo wir in dem Pass waren. Was ist das für ein Gegner? Kann ich dich besiegen? Sieht nämlich nicht so aus. Du siehst irgendwie ekelhaft aus, ich weiß nicht wieso. Wie so ein Goomba mit... Also so ein Goomba... Der oberste Teil des Kopfes von einem Goomba auf einem Affen oder sowas. Naja, ganz komisch jedenfalls. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß, wir sind so klein. Genau, das stimmt wohl. Das ist wahrscheinlich nur so eine Cola-Dose oder sowas. Eigentlich müsste es noch was Kleineres sein, aber... Wirklich was Kleines, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, jedenfalls an dieses Fass kann ich mich noch erinnern und das habe ich auch schon erwähnt gehabt. Also die Affentypen hier können wir auf Mano nicht besiegen. Und das sieht verdächtig danach aus, als kommt da noch eine Truhe hin. Aber ich habe da so eine Idee, was man da später machen muss. Oder vielleicht erscheint auch gleich schon was. Schauen wir mal. Nein, ich wollte da eigentlich nicht runter. Was muss ich hier gerade tun? Muss ich hier schon was tun? Ah, vielleicht eine... Die Statue drauf schieben. Habe ich jetzt verkackt? Scheiße. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Ich glaube, ich habe es verkackt. Moment. Ich kann natürlich auch versuchen, einen anderen Ausgang hier zu finden, aber ich glaube, das geht noch gar nicht. Ich glaube, da muss ich nämlich erstmal hier... Weg da! So, muss ich erstmal hier das Richtige machen. Ja, ja. Alles wieder beim Alten. Sehr gut. Genau so muss das ja sein. Ich habe die Statue nämlich falsch geschoben. Und dadurch habe ich es halb verkackt. Und diese Dinger... brennen hier weg und jetzt können wir das Fass mobil bewegen, also wir können das jetzt rollen und dadurch öffnen sich neue Wege. Ja. Und dann kommen wir auch nach unten links, da wo wir hin müssen. So war das doch, oder? Muss er an der rechten Seite noch was tun? Offenbar. Ja, da gibt's auch nochmal so Dinge. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt vorhin. Ich bin auch einfach ins Fass gerannt. Ich honk. Und hier ist auch nur ein Schalter. Okay. So, jetzt ist das Fass voll drehbar und wir können weiter dahin, wo wir hinwollen. Und zwar auf die Seite da, wo das einzelne Blatt schon da liegt. Was aber, wie gesagt, auch hier nichts zu bedeuten hat, wahrscheinlich. Huch, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Tja, in der Tat. Und jetzt können wir uns hier bewegen, aber hier kommen wir noch nicht durch, weil da ist ein Spinnennetz davor. Aber wir können das Fass weiterrollen und dann, ja, haben wir quasi die gleiche Tür... Also dieser gleiche Ausgang, den wir auch oben hatten, nur diesmal ist er halt auf die andere Seite gerollt quasi. Wir gehen jetzt quasi oben
an der Tür raus. Wenn ihr versteht, was ich meine, oben am Rahmen. Ich glaube zumindest, es ist der gleiche Durchgang jetzt, aber. Weil, macht ja Sinn, wir haben das ja rundgerollt und so. Naja, okay, den können wir nicht verschieben. Zu unseren Gunsten zumindest nicht. Vielleicht rein, aber das bringt uns erstmal nichts. Außer wenn wir es ganz weit reinschieben können, gehe ich aber mal nicht von aus. Und hier können wir uns jetzt wieder hier grabben. Mal gucken. Okay. Wow, okay. Aber ich glaube, wir müssen einen weiter, oder? Mal schauen. Ein Herzteil, das wollen wir natürlich auf jeden Fall haben. Wir können eine Abkürzung schaffen. Die brauchen wir auch. Oh. Sonst kommen wir gar nicht zurück. Habe ich vergessen. Und dann ziehen wir mal bis zum Ende dieser ganzen Spur. Da ist auch eine Einteilung drin. Okay, und Link läuft rot an. Was heißt, dass er im Arsch ist, dass er nicht weiter ziehen kann und schnellstmöglich diesen Pilz loslassen will. Und da ist eine große Truhe. Und die können wir öffnen. Und da ist die Dungeon-Karte drin. Dungeon-Karte erhalten. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du bist, ne? Ja, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus mit Hilfe des Steuerkreuzes. Ja, also wird wahrscheinlich wieder was dauern, um mich dran zu gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr wie in A Link to the Past einen Schlüssel brauche, um die großen Truhen zu öffnen. Mit Dungeon-Item, Karte und so weiter. Wobei, da war eigentlich immer nur das Dungeon-Item drin, in richtig großen Truhen. Nein, die gehen jetzt wieder ganz normal, wie eigentlich in jedem Zelda. So auf, ohne dass man einen Schlüssel braucht. Es hat mich auch in A Link to the Past, muss ich sagen, ziemlich irritiert. Auch wenn man ja sagen muss, dass es eigentlich logisch ist, eine Truhe mit einem Schlüssel zu öffnen. Weil die meisten Truhen sind doch eigentlich abgesperrt, oder? Würde ich jetzt mal so vom reinen Menschenverstand sagen. Die wenigsten Truhen, die Truhen haben ja auch alle Schlösser, die sind doch in den meisten Fällen nicht offen. Also die sind doch irgendwie mit dem Schloss verriegelt oder so. Aber okay, Zelda-Logik. Und die Zelda-Logik mag ich auch lieber. Und es scheint tatsächlich gar nicht mal so viele Räume zu geben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut so für den ersten Dungeon erstmal zum Reinkommen. Okay, da gibt's zwei Räume. Dann wird's da wahrscheinlich irgendwas Wichtiges geben, wo wir dann weiterkommen. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Und ich glaube, links bekomme ich dann nämlich das Dungeon-Item. Glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Und fliegen, ne? diese Insekten, ne? Die sagen mir leider auch noch was. Wenn wir noch etwas hätten, was wir als Schalter benutzen könnten. Naja, auf den Schalter benutzen. Auf den Schalter stellen können, so. Als Schalter benutzen, ist jetzt nicht so vonnöten. Ich kann aber wieder mein Schild ein bisschen mehr einsetzen, ne? Also überhaupt mal. Tue ich ja leider so selten. Und mit welcher Taste stelle ich das jetzt ab? Gar nicht? Dann halt nicht. Ja, ja. Muss ich das denn benutzen? In der Tat. Gibt es eine Taste, mit der man das abstellt? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt leider mal ein bisschen ausprobieren, weil ich da keine Ahnung habe und ich brauche diese Brücke. Der Krug wird auf jeden Fall... Oder kann ich ihn vielleicht schieben? Glaube ich zwar nicht, aber... Okay, ich kann ihn schieben, gut. Dann ist alles klar. Ist normalerweise ein bisschen ungewöhnlich, dass man ihn schieben kann, aber... Natürlich, hier sind auch diese Spuren, das macht alles Sinn. Aber trotzdem. Krüge würde ich normalerweise nicht über den Boden schieben. Steine schon, aber bei Krügen ist es eher ungewöhnlich, weil man die normalerweise in Videospielen hochheben muss. Und wenn man die wirklich als Gewicht benutzen muss, dann kann man die auch einfach abstellen. Aber in dem Spiel kann man Krüge nur werfen. Drücke und halte R, um Dinge zu greifen. Drücke zusätzlich die Richtungstasten, um etwas zu ziehen oder zu schieben. Okay, wieso muss ich dafür jetzt... Ich muss nicht mal R drücken. Ihr seht das hier. Also Link grabbt auch das Teil so, auch wenn ich R nicht drücke. Hauptsache, ich drücke in die Richtung. Schon sehr merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich verkackt habe. Aber ich habe so eine Vermutung. Naja. Das ist aber auch kacke. Nein, jetzt habe ich sowieso verkackt, ja. Es war blöd, weil ich mir jetzt vorher keine Gedanken gemacht habe, wie genau ich das lösen möchte. Machen wir also so. Den schieben wir ganz in die Mitte von diesem Neuner-Kästchen hier. Dann schieben wir die andere Statue rein und gehen dann wieder von rechts aus dadurch. Wenn ich jetzt einen weiterschieben würde, hätte ich es auch wieder verkackt. Aber so nicht. Und die Truhe erscheint, aber bleibt ja nicht da. So, aber jetzt. Und wir haben einen kleinen Schlüssel bekommen, okay. Bin ich mir gerade leider gar nicht sicher, wo ich den überhaupt einsetzen kann. Obwohl, doch, ich glaube, ja, ich habe... Ja, doch. Da, wo ich zuerst oben lang gegangen bin, gerade in dem Fassraum, ne? Der kommt doch jetzt gleich hier wieder.
da müsste ich, glaube ich, also da kam ich oben links nicht weiter, weil dann ein Schloss war, glaube ich, also eine Schlüsseltür. Habe ich auch schon wieder vergessen, jo. Okay. Dann also doch noch keine Dungeon-Item-Action. Und wir können nochmal darauf achten, es sind tatsächlich nur zwei oder drei von diesen Fenstern hier, wobei wir halt nur zwei betreten können momentan. So, wo war denn jetzt die Schlüsseltür? Habe ich hier nicht eine gesehen? Wir gucken einfach mal auf die Karte. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Oben links... oben rechts geht es noch weiter, offensichtlich. Und ja, da oben, da links, also ein Raum links davon, wo wir gerade sind, da war ja auch noch ein... Das ist ja auch noch ein Durchgang. Das ist das Herzteil. Da kommen wir dann aber von oben hin, würde ich mal behaupten. Würde nur Sinn machen. Ich bin mir gerade leider überhaupt nicht sicher, woher ich überhaupt kam. Also auf jeden Fall... Ah, von unten. Okay, gut. Moment, konnte ich halt schon die ganze... Ach, hier. Okay. Ah, okay. Das heißt, ich muss hier quasi wieder die Rotation nutzen, um jetzt einen Gang zu benutzen, den ich noch gar nicht benutzt habe. Habe ich noch gar nicht so dran gedacht, aber ja klar. Macht Sinn. Denn auch das andere können wir ja so rum benutzen. Dann gehen wir aber erstmal in den Raum hier, weil da können wir schon die ganze Zeit rein. Und holen uns vor allem erstmal das Herzteil. Achso, okay, das scheint einfach nur eine Art Ausgang zu sein. Oder halt generell eine versperrte Tür, wo man nicht hinkommt. Gut, dann gehen wir hier weiter. Kein Problem. So, das Ganze interessiert mich nicht. Ich will erstmal zum Herzteil, bevor ich das irgendwie vergesse, aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe mal, da komme ich auch so einfach hin. Ich habe übrigens gesehen, ich habe mich nämlich mal wegen Herzteilen informiert, es gibt 45, wenn ich das recht im Kopf habe. Und das ist ziemlich... Nee, 44. 45 bei Twilight Princess. Und das hat mich schon recht schockiert. Ich meine, okay, ich habe halt extra deswegen nochmal einen Vergleich gezogen zu Twilight Princess. Es waren 45, man muss aber halt bedenken, in Twilight Princess waren es tatsächlich 5. Hier ist das zweite Herzteil, okay. 5 Herzteile, die man für einen Herzcontainer gebraucht hat. Heißt, wer rechnen kann, ne? 45 durch 5 ergibt 9. Heißt, 9 ganze Herzcontainer in Twilight Princess und hier sind es dann tatsächlich 11 Herzen. Also 11 Herzcontainer, die man dadurch komplett bekommt und das ist schon ein bisschen krass, finde ich, aber okay. Okay, da kann ich noch nicht durch, aber wir sehen schon... Bist du der Boss? Oder der Zwischenboss? Oder... Ich weiß nicht, wer genau du bist. Aber ich glaube, du könntest sogar der Boss sein. Ich glaube, das ist tatsächlich der Boss. Aber der hat auch keine normale Tür. Ich weiß es nicht genau. Ja, das Herz hier irritiert mich gerade auch ein bisschen, weil ich gerade überhaupt keinen Plan habe, wie ich da hinkommen soll. Und diese Fackel irritiert mich am Moment. Was machst du? Okay, das ist nur eine Art Abkürzung. Moment, kann ich die Typen vielleicht mit den Fässern töten? Also mit den Fässern, mit den Krügen hier. Ja, cool. Dann nerven die mich nicht. Jetzt aber gerade das... Ja gut, der gibt mir auch ein Herz, gut. Ja, okay. Der Vollständigkeit halber nicht, dass da was, irgendwas drin ist. Das war ja bei Link to the Past manchmal so, aber ich glaube, das Spiel ist ja nicht so fies da in Bezug auf das. Schubst sie mich einfach um die Säcke. Hau ab! Mein Gott. Das Herzteil ist jetzt echt interessant. Nee, aber ich... Das war doch kein Stockwerk tiefer, oder? Hier ist nochmal ein Ei. Okay, ich blick gerade gar nicht mehr durch. Aber hier ist auf jeden Fall eine große Truhe, was wahrscheinlich der Kompass sein wird. Ich weiß gar nicht. Gab es in A Link to the Past beides? Ich habe jetzt nämlich nur A Link Between Worlds im Kopf, wo es nur den Kompass gab. Ich glaube, da gab es aber auch beides. Oder? Nee, ich glaube, da gab es keinen Kompass, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ich hab sie da verkackt, dankeschön. Ja, immer wenn ich Krüge sehe, muss ich zerstören, weil ich denke, da sind Rubine drunter, aber... Ja, das ist immer zu vorschnell. Ah, ich bin schon wieder... Oh mein Gott, ich krieg gerade gar nichts mehr mit. Ich dachte eigentlich, ich wäre noch nicht wieder runtergegangen. Ah, und meine Gamepad-Batterie ist leer. Ich habe mir noch vor der Aufnahme gedacht, ja, ich hole mir lieber direkt mein Kabel, weil ich denke, dass der eine... dass der Controller bald leer ist und das war tatsächlich so. Ich habe so das Gefühl, ich muss es so machen. Jawohl. Andersrum jetzt nicht geklappt. Und da ist tatsächlich der Kompass drin. Sehr gut. Siehst du, wo sich interessante Dinge befinden, übrigens. Der Text. Okay, das heißt, wir haben noch 6 Truhen, 7 Truhen. Und oben ist der Boss. Das heißt, das, was wir gerade gesehen haben, war offenbar der Zwischenboss. Ja, okay, das war der Zwischenboss. Stimmt. Das macht Sinn. Wobei ich gerade bezweifle, dass ich hier noch irgendwie weiterkommen werde. Heißt, ich muss von unten kommen. Später.
Heißt, ich muss rechts, links irgendwo runtergehen. Okay. Ja, der Dungeon ist gerade doch ein bisschen verwirrender, als ich eigentlich dachte. Ich dachte eigentlich, der wäre jetzt so ganz, ganz leicht und so und chillig und gerade doch ein bisschen Verwirrung für mich. So, hier war der Raum, wo ich schon drin war. Genau, der mit dem Herzteil. Wo ich sicherlich noch einen Weg finden werde. Vielleicht können wir das auch noch gar nicht holen, aber ich denke schon. Aber das eine Herzteil, wie komme ich denn da dran? Das verwundert mich jetzt ebenfalls. Aber da komme ich offenbar nach dem Zwischenboss hin, so wie es aussieht. Moment mal. Ach, okay. Das heißt, es war keine mögliche Abkürzung, es war eine notwendige Abkürzung, die ich da vorhin erschaffen habe, weil ich jetzt wieder in den Raum hier zurück... Ja, okay. Okay. Keine weiteren Fragen offen. Wir werden im nächsten Part sehen, wie es weitergeht. Und ja, ich denke, wir müssen dann tatsächlich erstmal nach rechts weiter. Und gucken, was da so abgeht. Natürlich werden wir alle Truhen in den Dungeon holen, weil, boah, Vollständigkeit halber und so, 100% und so. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.